sind jetzt gerade bei den Proben. Das ist die perfekte Chance für uns, uns mal umzugucken, hinten in den Garderoben. Also, lass mal gucken. Hier, Freunde, die Kabine von Frieda Gold. Und direkt nebenan ist Ricky Martin hier. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt mal reingucken. Das interessiert mich. Das müssen wir sehen. So, was der hier für Fummel hängen hat. Sehr krass. Dann hier. Oh Gott, Rouge. Boah, nee, nee, besser nicht. Aber könnt ihr euch denn den Ding vorstellen? Ist ja, lass mal, warte mal. So, irgendwie muss ich das. So, und dann so, ne? Un, dos, tres, un pasito para adelante. Nee, also ich glaube, die Kabine hier ist nichts für mich. Oh, 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 warte mal, nee, lass mal, da kommt. Hallo, 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 nein, hallo, hey, das ist ein Missverständnis. Ach, also, nee, Leute. Lateinamerikanischen Temperament habe ich genug jetzt. Sunrise Avenue, bei den Finnen geht es garantiert gesittet dazu, aber ich habe sogar gehört, die haben sogar eine Sauna hier drin. Ja, oh, weißt du? Sorry. Oh, oh. So, also jetzt probieren wir es mal bei Frieda Gold, da ist nämlich die Alina drin. Und die Alina sieht gar nicht so schlecht aus, ist ja auch Model und so, die Sängerin von da. Ne? Und da wollen wir mal gucken, ob wir drankommen. Hallo? Ja, hallo. Wir wollten mal zu Alina bitte gerade. Es geht überhaupt nicht. Das ist hier VIP-Bereich von Frieda Gold. Ach, komm. Und das ist Alinas privat VIP-Bereich. Komm, jetzt mach hier so. Kommt keiner komm, jetzt, jetzt, nein, auf gar keinen Fall. Nein, komm. Hallo. Wir müssen da doch irgendwie drankommen. Hallo? Ey, hallo. Jungs, ich sag nichts zweimal. Ey, ich hol gleich die Security, dann seid ihr raus. Wir müssen doch nur zwei Sekunden. Hier kommt so keiner rein, so. Was hier. Ah, ist. Ich weiß, ich weiß. Was mach, an. Komm, mach doch mal eine Ausnahme. Jetzt langsam, aber. Mach doch mal eine Ausnahme. Ey, verpisst euch jetzt, ja? Hallo. Das kann's ja wohl nicht sein, dass wir da nicht reinkommen. Da müssten wir doch noch. Wie können wir das schon? Ah, eine Idee habe ich noch. Der Promi-Reporter schlechthin, der kommt überall rein. Lass uns das mal probieren. Alina, Schätzelein, weißt du, ich würde gerne bei dir in. Lass mich mal in die Kammer. Komm, ich muss mal ein wichtiges Interview führen, weißt du? Kannst du den Onkel Horst doch mal reinlassen? Komm, mach mal jetzt, mach mal die Tür auf. Komm, Alina, hier ist der Horst. Alina, Alina. Ich glaube, das war keine gute Idee. Das probieren wir nicht nochmal.